Wir haben jetzt den Priester und den können wir auch gleich ausbilden. Der kostet ja zum Glück für uns, kostet der Dings Pilze und nicht das andere Zeug, Materialien. So. Mann, die Jungs könnte Bale eigentlich fast schon alleine zerlegen. Heroes are entering your dungeon. Nein, können wir jetzt gerade nicht, weil Helden in den Dungeon kommen, die extrahiert werden möchten. What's the point anyway? Ja, genau, erstmal den Zauberer grillen und dann die Klerikerin. Boing, weg. So. Übungsraum können wir genau auf der Höhe hier anbringen. Und dann können wir noch hier durchgraben. So. Mal hierhin. Eine Heilung. Und dann muss da durchgegraben werden. Und wir haben schon wieder 5 Punkte. Frieden und Beute oder der Recke? Was ist wichtiger? Ich würde mal fast sagen, Frieden und Beute ist gerade wichtiger. So. Jetzt können wir nämlich schon den Recken. Sehr gut, den Recken können wir auch gleich ausbilden, 2 Stück. Eat, sleep, slaughter, eat, sleep, slaughter. So, Truhe öffnen, Feuermagier. Der ist mittlerweile gar kein Problem mehr. So, 10 Schätze. Und Truppen fertig. Gut. Jetzt haben wir 2 kampfstarke Trupps und ausgewogene Trupps vor allen Dingen. Das ist gut. Das macht Spaß. Sozusagen. Nur 5 Pilze und wir könnten nur so 2 das Vorratslager freischalten. Und da kommen die 5 Pilze, so die wandeln wir um. Bauen ein Vorratslager direkt daneben. So. Beide Trupps sind gestärkt. Dann, also trainiert, dann werden sie jetzt erstmal aufgelevelt. So, als nächstes die Werkstatt freischalten. Beide Trupps sind aufgelevelt, jetzt werden sie gestärkt. So rum. Und dann holen sie mir Materialien. Gut. Mit den Materialien kann ich die Schmiede bauen. Irgendwo. Hier. So, machen wir das Ganze mal ein bisschen ergonomischer. Oder symmetrischer. Ah, ein Überfallerfolg, sehr schön. Ball. Neue Imps. Und 2 neue Sprenghütchen. So, Spelunke würde ich hier platzieren. Etwas abseits vom Schuss.
Küche passt hier leider nicht rein. Kein Problem, für die finden wir auch noch eine Ecke. Weil hier wollte ich jetzt die Werkstatt hinsetzen, die auch nicht da reinpasst. Ah. Gut. Gut zu wissen. So. Und so. Dann passt hier die Küche wahrscheinlich hin. Ja, da würde die Küche hinpassen. Und die Werkstatt weiter hinten. Das nervt mich jetzt irgendwie ein bisschen. Buddel noch hier hoch. Dann erstmal gucken, dass wir die Werkstatt dahin kriegen. So, und die Küche kriegen wir dahin. Da kriegen wir vielleicht das. Wobei ich glaube nicht, dass wir das da reinkriegen. Also das Arcanium. Das werden wir wahrscheinlich hier dann reinballern müssen. So, wir haben wieder zwei Sprengtruthähne. Und wir haben 5 Punkte. Dann können wir das Arcanium. Und erst den Schreckenslot. Nein, erst das Arcanium freischalten. Und dann müssen wir die Jungs wieder losschicken. So, die beiden sind ja schon wieder frei. Schmiede ist auch besetzt. Brauchen wir jetzt erstmal Rüstungen. Weil es ist wichtiger, dass unsere Leute überleben, als dass sie Schaden austeilen. So. Gut. Soweit so gut. Heroes are entering your dungeon. Und so könnten wir da reingraben. Das machen wir auch gleich mal. Ah. Die Jungs kommen mit dem Extraktor. This hero is toast. Wie viele haben wir denn schon extrahiert? 3. Und dann kommen nochmal 3. Haben wir schon mal 5. Sehr schön. So, wir kriegen jetzt die Materialien, die wir brauchen für das Arcanum. Hey, das passt doch hier oben rein. Ha, sehr schön. Okay, wir haben so ziemlich alles jetzt mittlerweile freigebuddelt. Buddeln wir uns jetzt hier mal durch und entledigen uns den Schamanen. Hm. Tja, da ist einer mit Extrahieren jetzt beschäftigt, denke ich mal. Und dann müssen wir uns noch um die hier alle kümmern. Das sind nur Magier. Naja, okay, wir sind unter dem Magierturm. Da müsste das eigentlich klar sein. So, Baal fehlt noch. Töte die Goblin-Schamanen. Warum töten? You have a new objective. Say hello to the boys. Töte die Schamanen und die Kleriker. Okay, das ist wirklich dieselbe Nebenquest. Hm.
Man merkt, die Kleriker haben ein bisschen mehr drauf als die Schamanen. Say hello to the boys back home. So. Interesting. The minions just brought me a document found on one of the clerics you killed. It's written in some kind of code, and unless I'm completely daft, it's a treaty to be signed by the goblins and Medusa Malexandra, the high pontiff of the Holy Conclave. Then again, it might just as well be a recipe for spicy knockwurst. Either way, it's none of our concern. Ja, das geht uns nicht an, meint er. So, die Truppen jetzt erst einmal ein bisschen upgraden. Oh, das Arcanum besetzen wäre auch mal nicht keine schlechte Idee. So. Freie Arbeiter sind zurzeit rar. Das heißt, wir können niemanden für kostenlose Einheiten da reinschicken. Ich glaube erst den Schreckensfürst und dann schalte ich den Trupp frei. So, ich... Nein, ich breche da noch nicht durch. Erst einmal brauche ich... Hä? Erstmal brauche ich zwei kampfstarke Trupps, bevor ich überhaupt auf die Idee komme, da durchzubrechen. So. Und einen von den Trupps da, den markiere ich als Extraktor. Für den Extraktor. Da fehlen mir nämlich noch 5 Helden. Da markiere ich dann, wenn die abtransportiert sind und die tot sind, dann markiere ich den anderen Trupp noch für den einen von den anderen beiden Trupps noch für den Extraktor. Life. What's the point anyways? So. Aber jetzt erstmal Magierschnitzel. So. Ja. Oh, der Recke da, der ist verreckt. Okay. Das war... Autsch. Ich habe den Schreckensfürst ja schon freigeschalten, also kann ich die... mir gleich mal 2 Stück rufen. Dann brauche ich noch 2 Recken. Einen Recken brauche ich. Schreckensfürst und Recken und sowieso. Life. What's the point anyways? Jetzt erstmal noch die Magierin vermöbeln. Da muss ich meine Squads wieder aufbauen. So, ich habe 5. Das reicht für den Berserker. Das war schlecht, dass das passiert ist. So, euch kann ich schon mal wieder aufpushen. Dann baue ich jetzt die Pilze für... Warum habe ich 2 Recken? Ups. Habe ich noch einen Recken aus Versehen ausgebildet. Macht ja nichts. Dann rufe ich jetzt erst jetzt einen Berserker. Pack die schon mal alle da rein. Oh, und ich habe jetzt die Pilze für den Priester. So. Du kriegst deine Ausrüstung, Priester. Und ihr geht trainieren. So, Squad 1 geht mal essen. Nach dem Essen schicke ich sie auf Materialüberfälle. So, wurden die 3 Helden schön extrahiert. Einer jedenfalls.
Ah, da kommt, glaube ich, noch einer mit einem Held angerannt, hoffe ich mal. Heroes are entering your dungeon. Das sind schon mal Helden, die unbedingt extrahiert werden wollen. Dann extrahiere ich halt die. Die sind näher am Schuss. So. Gut. So, Squad 1 ist bereit. Dann schicke ich Squad 1 nochmal los. Materialien beschaffen. Squad 2 braucht nämlich jetzt erst einmal Ausrüstung. So, die können sie auch haben. Da ich genug Pilze zum Transformieren habe.